Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo. Ja, heute mit einem kleinen, feinen Artikel und zwar dem Blinky aus der Decibull-Serie von Fuhrwerk Total. Wahrscheinlich nicht nur für den Fun-Faktor, sondern auch für Leute, die wirklich eine Show machen wollen und dann in der Front eine richtig schöne, weiße Strobe-Fontäne brauchen. Ja, vielleicht ein schöner Ersatz für die Jorge-Strobes, die ja nie lieferbar sind oder auch schwer zu bekommen sind. Hier haben wir jedenfalls eine Laufzeit von 60 Sekunden. Ein weißer Strobe, da kann man nicht viel falsch machen. Das Ding gucken wir uns an. Stay tuned, Pyros. Ja, das ist also der Volt Blinky. Eine schöne F2 White Strobe Fontäne. Bestens geeignet für Fronten, für Musikfeuerwerke oder auch einfach nur den Spaß zwischendurch. Ja, leider habe ich die Dinger wirklich etwas eng aneinander geworfen. Man hätte doch etwas mehr Abstand nehmen müssen, um die Wirkung vollkommen auszuschöpfen. Aber egal, das wird heute mal ein etwas ruhigeres Video, Freunde. Ich möchte die Zeit nutzen und ein paar Videos von mir ankündigen. Es wird demnächst einen Test der älteren Breakhoff-Böller geben, so einmal quer durch die Bank, was es da ab 2016 so gab. Aber auch eine Neuheit von Fire Event, und zwar der technische Schallerzeuger P1, Freunde. Er soll eine Lagergruppenzuordnung besitzen mit 2,5 Gramm NEM Blitzknallsatz. Da bin ich mächtig gespannt. Und natürlich gibt es auch von Fire Event den Donnerschlag, den neuen Kanonenschlag im F2-Bereich mit 6 Gramm NEM. Er soll nicht ganz so stark sein, aber Freunde, auch das werde ich für euch testen und das Ding hören wir uns dann natürlich gemeinsam an. Es bleibt also spannend hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Stay tuned, euer Skydancer.